Was geht ab, meine Freunde? Es ist wieder euer Boy, DVDN, aka Bernie Dordogne, gibt mir mehr. Für euch am Start, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich den Beat Jagd gemacht habe, der ja sehr gut bei euch ankommt. Dankeschön an der Stelle. Dann würde ich sagen, let's go. Alles hat eigentlich angefangen mit einer Melodie, die ich von Tino Kies bekommen habe. Shoutouts gehen raus. Und der junge Mann macht seinen Namen wirklich alle Ehre, denn er hat gefühlt echt immer sehr nice Keys am Start. Und das ist das, mit dem ich angefangen habe. Das ist das Pattern. Also wie ihr hören könnt, ist alles schon sehr, sehr atmosphärisch, passt zu dieser düsteren Stimmung, die Angie halt verkörpert und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Basis, um damit zu arbeiten. Das Piano in der Hook folgt eigentlich derselben Melodie, ist aber nicht so deep, sondern geht ein bisschen mehr nach vorne. Ist zwar immer noch düster, aber klingt auch so ein bisschen straßenmäßiger, würde ich mal sagen. Das sind auf jeden Fall die Melos, auf denen der ganze Beat aufgebaut ist. Ich persönlich arbeite lieber mit Samples, da es ein bisschen leichter manipulieren lässt, gerade wenn du Sachen hoch und runter pitchen willst. Wie ihr in dem Sample hören könnt, habe ich da einen ganz leichten Halftime-Effekt draufgesetzt, der wirklich nur unten in den tieferen Frequenzen greift. Und ich finde, dass er so Klaviersamples immer sehr böse klingen lässt. Und hier nochmal der Vorteil ist, wenn du mit Samples arbeitest, du hast eine viel leichtere Möglichkeit, beispielsweise Melodien reversed abzuspielen. Und ich finde, es gibt eigentlich immer einen sehr schönen Effekt in der Hook. Und so klingt die reversed Melo alleine. Ich finde, das gibt immer wirklich einen sehr schönen Touch. Und so klingt dann die ganze Hook-Melo für sich. Und zu der Melodie habe ich noch eine Flöte eingespielt. Es ist ein Pack von Arcade, ich glaube aus der Passport-Line. Das sind alles so viele Weltinstrumente. Ihr müsst euch Arcade eigentlich wie so eine kleine Sample-Library nur als VST quasi vorstellen. So sieht auf jeden Fall Arcade aus. Wirklich ein sehr, sehr nice Plugin, gerade wenn ihr so kleine Extra-Melodien dazu einspielen wollt. Vielleicht jetzt auch nicht die nötigen VSTs habt. Ich glaube, es war Ancient, Duduk, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ihr könnt hier oben halt den Key einstellen. Das heißt, ihr könnt es immer auf eure Beats anpassen. Hier auch eine Oktave hoch oder runter pitchen. Also, falls ihr Bock auf ein paar nice Samurai-Type-Beats habt, da seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Als nächstes habe ich mich an den Drumloop gesetzt, der auch sehr basic ist. Wir haben ein paar Snares gelayert, dann noch ein paar Open-Hats und natürlich die normalen Hi-Hats. Dann die Kick. Und natürlich den kleinen Scratcher am Ende, den ich sehr nice finde. In der Hook habe ich dazu noch einen Hi-Hat-Loop verwendet, den ich auch sehr gerne für solche Art von Beats benutze, weil der einfach so ein bisschen treibend ist und ein bisschen mehr Energie liefert. Und auf dem Head-Loop habe ich eigentlich nur Fruity Delay, Halftime und Pancake drauf. Ich mag es immer ganz gerne, wenn sich Heads so ein bisschen bewegen in den Kopfhörern. Klar, wenn man das jetzt nur oft auf dem Handy hört, dann merkst du das nicht. Aber wenn du richtig mit Kopfhörern, ist es auch so eine kleine subtile Möglichkeit, einfach ein bisschen mehr Bounce zu geben. Als nächstes kommen wir zu 808, die ganz basic Rhythmus spielt und eigentlich nur den Chords folgt. Ich finde gerade bei so ein bisschen deeperen Straßen-Type-Beats, die 808s drin haben, sollten die auch nicht zu verrückt klingen, damit immer noch diese Straßengrundstimmung, sag ich mal, da ist.
wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier immer noch so ganz kleine, dezente Slides. Hier, der ist nicht so dezent. Aber den mache ich eigentlich ganz gerne, um einfach mal so quasi den B-Part von der 808 einzuleiten. Und wenn wir uns das alles zusammen anhören, klingt das folgendermaßen. Das war es im Prinzip mit der Hook. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel andere Sachen in dem Part. Ich lasse die Parts eigentlich immer ganz gerne reduziert, einfach um den Künstlern dann Platz zu lassen. Wenn ihr Beats macht, dürft ihr nicht vergessen, ihr macht Beats für Artists und nicht für andere Producer. Als nächstes geht es direkt in den Verse. Von den Drums ändert sich nicht viel, außer dass hier noch so eine bisschen schnellere Hi-Hat dazukommt. Und das Piano einfach alleine spielt. Und ansonsten sind auch keine weiteren Sachen im Part drin. Und dann geht es hier direkt in die Pre-Hook Bridge. Ich sag immer Bridge dazu, aber ich glaube, der richtige Begriff ist Pre-Hook, wo nochmal Chords anders spielen. Und wie gesagt, auch an Effekten ist hier auch nicht viel drauf. Wir haben hier eigentlich nur in den Übergängen zwischen Hook und Verse diesen kleinen Palace Riser hier. Ist im Prinzip eigentlich nur so eine Orchestral Drum Roll mit bisschen Delay drauf. Aber ich finde, die ist nicht aufdringlich und leitet immer gut in die verschiedenen Bereiche über. Und natürlich hier unten haben wir noch eine Crash. Mit ein bisschen Delay drauf, die auch nicht zu abgefahren klingt. Und gerade bei solchen Beats sollte man gar nicht so viel Effekte reinklatschen. Ich glaube, die würden einfach nur die Atmosphäre zerstören. Vielleicht ein Riser, eine Crash, vielleicht mal noch ein anderer dezenter Soundeffekt und dann hast du das schon. Ja, und das ist im Prinzip der ganze Beat. Der loopt sich einfach am Ende nur. Wenn ich arrange, mache ich mittlerweile eigentlich nur noch so, ich mache quasi eine Hook, dann den Verse und arbeite den einfach aus und dann kopiere ich den einfach der Stelle, wo die Hook nochmal kommt, komplett. Ja, und das ist im Prinzip der ganze Beat. Falls ihr wissen möchtet, wie ich alle meine Beats abmische, dann klickt gerne hier oben auf das Video drauf. Da habe ich meinen ganzen Mixing-Prozess mal erklärt, auch wenn jetzt nicht an einem kompletten Beat. Das war es auch schon wieder mit der Behind-the-Beat-Folge für den Beat Jagd. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein, zwei Sachen für euch mitnehmen. Also das ist ja auch der Sinn dieser Videos im Prinzip. Und vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.